Papst Franziskus hat sein Mitgefühl für im Mittelmeer ertrunkene Migranten gezeigt. Seit Jahresbeginn seien bereits 2000 Männer, Frauen und Kinder bei dem Versuch, Europa zu erreichen, im Mittelmeer ums Leben gekommen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom. Dies sei eine offene Wunde für die Menschheit. Vor dem italienischen Lampedusa waren erst am Wochenende fast 1000 Migranten angekommen. Für den Bürgermeister der Insel, Filippo Manino, reagiert Europa zu langsam. Unterdessen ist der EU-Polizeibehörde Europol ein Schlag gegen Menschenhändler gelungen. In Spanien wurden nach einer gemeinsamen Aktion der Polizeibehörde CNP mit der deutschen Bundespolizei 19 Personen verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, syrische Migranten gegen Zahlung hoher Summen nach Europa geschleust zu haben.